Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu den Goldhoofs News für die kommende Woche. Ja, gestern ist kein neues Mitglied reingekommen. Von den Fünfen von letzter Woche hat sich niemand gemeldet. Drum zähle ich gleich direkt die nächsten fünf auf. Aber eine kurze Info, das hatte ich jetzt die letzten Videos noch nicht gesagt. Wenn jemand sich nicht meldet, dann darf jetzt natürlich nicht einer x-beliebig nachrutschen, denn ihr wisst, die Warteliste ist unheimlich lang. Und dann lade ich nicht einfach irgendjemanden als Ersatz ein. Nein, dann rücken natürlich die nach, die als nächstes auf der Warteliste stehen. Und so geht es dann immer weiter. Ganz, ganz oft wurde ich jetzt gefragt, ob die Leute auf die Warteliste dürfen. Die habe ich aber aus, ja, Überfüllungsgründen, nenne ich es jetzt mal, habe ich die erstmal geschlossen, weil einfach so viele Leute draufstehen, dass ich nicht weiß, wie viele Jahre das dauern wird, bis die mal abgearbeitet ist. Sobald die Liste wieder offen ist, könnt ihr euch wieder eintragen. Ihr euch. Ich trage da keinen ein, denn wir haben die extra in ein Forum gemacht, wo man sich eintragen kann. So viel dazu. Und ich schreibe nicht auf, wer dann auf die Warteliste möchte, wenn sie wieder offen ist. Weil dann kann ich im Endeffekt auch die Warteliste direkt weiterführen. Das führt genau auf selbe hinaus. Ihr müsst wirklich warten, bis ich die Liste wieder aufgemacht habe. Wie gesagt, das gibt es dann die Info dazu hier in den Goldhoofs News. Also, ihr verpasst es auf keinen Fall. Ich sage das auf jeden Fall dazu. So, und die 5, die sich für kommenden Sonntag, 18 Uhr, erster deutscher Server Winterstar bei Idris geheimnisvollem Wagen bereithalten sollen. Sollte es noch irgendwelche Änderungen geben, wegen irgendwelchen EM-Spielen, ich weiß ja noch nicht genau, wie es dann weitergeht, am Donnerstag werden wir dann ja mehr erfahren, sollte am Sonntag ein EM-Spiel genau darauf fallen, dann werde ich definitiv den Stream noch anders legen. Deswegen guckt einfach drauf, wann, wie, wo. Sollte ich den Stream dann umlegen, werde ich diese 5 aber auch noch eine, welchen 5 noch eine weitere Woche Zeit geben, sich zu melden. Von daher, die 5 diese Woche sind die Carla Waterhand, die Hannah Masterweb, die Vivian Snowforce, die Nina River Populus und die Alba Dragonstar. Solltet ihr eine oder einer derjenigen sein, die genannt sind, schreibt mir doch in die Kommentare, habt ihr noch Interesse daran? Wenn ja, passt es euch um die Zeit oder habt ihr vielleicht irgendwie einen anderen Zeitpunkt, wo es euch besser passt? Wenn ihr denjenigen kennt, sagt ihnen doch eben Bescheid. Und solltet ihr derjenige sein und ihr habt kein Interesse mehr am Club, dann sagt auch kurz Bescheid, dass ich weiß, dass ich euch aus der Liste nehmen kann. Ja, das war's soweit auch schon von den dieswöchigen Goldhoofs News. So viel dazu. Nächste Woche kommen die nächsten Infos. Ja, und damit danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!